Ich hab grad nicht zugehört, war es wichtig? Ah, nee. Irgendeinen bekannten Spieleentwickler oder eher. Ja, das darfst du doch jetzt im Let's Play nicht verraten. Nein, das soll ja nicht verraten, einfach nur. Ein sehr bekannter, ja. Also, ich sag mal so, mit Zombies und so kennt sich der Spieleentwickler auch sehr gut aus. Ah, okay. Müsli-Riegel, yeah! Wieso? Weil die Mitarbeiter Zombies sind? Ich glaube, bei so viel Überstunden bei Spiele schmieren sind die bestimmt Zombies gewesen danach. Einige waren auch vorher schon Zombies, ja. Hey, ein 9mm Blueprint. Oh, Schokolade. Okay, das stimmt auch nicht, oder? Ach, kannst du vergessen, ist nur Müll drin. Ui. Ach, so viel war hier nicht. Wahrscheinlich hat Kalle gerade hier gesammelt, weil Kalles Haus steht ja auch da oben. Die Haare waren schon grau. Ich habe zum Beispiel, arbeite ja auch in einer kleinen Agentur und mein Arbeitskollege zum Beispiel, der hat auch bei einem relativ bekannten Spielentwickler gearbeitet und er hat an der ersten, im ersten Siedlerspiel mitgewirkt. Oh, die Siedler. Oh, habe ich damals auf dem Amiga gespielt, Siedler. Das ist 1. Schon ziemlich cool, als er mir das erzählt hatte. Ich war dann schon so ein bisschen von den Sachen gewesen. Er ist ein totaler Genie, ein Grafikgenie. Also das, was er da manchmal leistet oder was er da bastelt, ist echt unglaublich. Welche Agentur arbeitest du? Eine Agentur für Arbeit? Wie? Du nun wieder. Jobcenter. Auf der Faultierfarm oder was? Nein, Agentur nennst du ja auch einen Dienstleister. Ich dachte, dass jetzt kein dummer Kommentar kam. Ja, ich muss mich ja so ein bisschen raushalten. Das ist Karls Part. Ich will ja auch gepennt. Nicht die Arbeit klauen. Ja, und ich habe gerade nicht zugehört, war was Wichtiges? Nee, egal. Wir wissen uns ja zu benehmen. Wer ist eigentlich Kalle? Wer ist Kalle überhaupt? Ja, eben. Leute, Zombies sind ja noch offline, ne? Ich glaube, es ist noch offline. Was? Ich ja, weiß aber nicht, ob die heute schon online waren. Zombies, ja klar, gab's ja schon in dem Game. Ja, die wurden rausgepatcht und durch. Ja, aber jetzt gerade. Und jetzt gerade ist eine Gestalt an mir vorbeigelaufen, die nicht angegeben ist hier auf der Karte halt. Wer ist Karl? Nein. Und Karl ist viel weiter weg. Ich bin da alleine. Aha. Auf die Karte guckt. Vielleicht ist der Yeti. Ja, man weiß es nicht. Ja, jetzt aber ohne Scheiß, ich hab mich jetzt gerade erschrocken. So ein bisschen. Natürlich. Wie sah denn die Gestalt aus? Einfach nur braun. Wer? Ja, das war mein Kakao. Braun, schwarz, einfach und nichts. Ja, ich hab vorhin dahin ohne Gesicht. Ich leuchte hier den Weg. 150 Projekte, ne? Einmal Bono geschissen. Du baust ab und ich leuchte dir immer. Das ist total nett. Ich hab die Arbeit und du die Lampe. Genau. So wie im Bergwerk. Einer hält die Lampe, der andere klopft die Steine. Da hinten ist nochmal ein Holzhaufen gewesen. Oder da hinten ist immer eine gute. Ah, okay. Eine gute Ortsangabe, aber in diesem Fall war sie echt okay. Es war eine sehr weibliche Ortsangabe. Ja. Ich find's so toll, die damals in den Etten. Da hinten! Ja, da hinten ist weitläufig. PvP bei Herr der Ringe online. Da sind welche! Da! Hier bei mir, ja, wo bist du denn? Und dann eine Minute später, jetzt bin ich tot, wieso denn? Ja, ich bin hingelaufen. Wohin? Da! Ja. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr weibliche Ortsbeschreibung. Mhm. Oh Mensch, aber es wird auch, glaube ich, gleich wieder hell. Ne? Ich glaube, der Mond ist schon wieder fast weg. Oder der ist sogar weg. Ich finde es ja schade, dass die Nächte nicht mehr so dunkel sind. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal. Aber auch nochmal unsere Zuschauer, die andere Folgen von Rust gesehen haben, von anderen Let's Playern. Ja, die Nacht wurde irgendwann mal umgepatcht, mit einem anderen Himmel ersetzt. Der Mond sieht jetzt viel schöner aus. Leider ist die Nacht auch nicht mehr allzu dunkel. Ein wenig schade. Das stimmt aber nicht ganz. Wieso? War ja gedacht mit der dunklen Nacht, dass wenn du am Lagerfeuer stehst, eine Taschenlampe anhast oder eine Fackel oder ähnliches, dass du wie in echt halt dann erstmal einen Moment brauchst, bis du dich an die Dunkelheit gewöhnt hast. Und das ist ja jetzt ein bisschen verfeinert worden. Ja, aber ich finde, es ist schon generell deutlich heller, auch wenn du am Lagerfeuer stehst und dann in die Dunkelheit guckst, ist das heller als
als damals. Das definitiv, ja, da hast du schon recht. Aber ich meine jetzt nur halt, dass es den Grund hat. Ja. Wenn du am Lagerfeuer stehst und danach weggehst, wenn es wirklich tief in der Nacht ist, dann siehst du dann auf einmal gar nichts mehr. Hm. Oder wieder so gut wie gar nichts. Oh, Sinas Haus. Ja, du bist bestimmt in der Wand oder sowas stecken geblieben, oder? Ja, kann sein. Wurde ja. Ist gebannt. Dann kickt der dich nämlich. Irgendjemand hat mich verletzt. Was? Ja, ich hab hier eben. Ach, ich hab kein. Ach, kein Wunder, ich muss was essen. Hast du was dabei? Ja. Okay. Ach, sehr klug von mir. Ich wundere mich gerade, warum ich hier Lehm verliere. Ich musste mal hier wieder ein Hühnchen vom Bären essen. Mensch, also vor Fossis Haus liegen auch manchmal noch 2-3 Haufen, aber dann hat er wohl gerade nichts gemusst. Was bitte? Oh, ich muss mal kurz abhusten. Haben bei Fossi vom Haus schon wieder die Ents hingeschissen? Da waren wieder Holzhaufen. Da kam ein Ent vorbei. Oh, kommt grad, der kam über den Felsen gesprungen. Was ist sowas? Der kam über den Felsen gehüpft. Echt? Ja, der ist richtig rüber gehüpft. Jetzt hab ich doch da 250 Spikeballs hingemacht. Dann ist er da immer noch durch. Springen mit der Zeit raus, ne? Also das hatten wir ja gestern mit unserem Zoo-Tycoon. Ich stand dann noch mit Jesus ein bisschen, oder beziehungsweise ich musste mich retten lassen von Jesus. Jesus ist der Retter, der Erlöser. Genau, ungefähr so. Auf jeden Fall, und dann sind die ganzen Tiere durch die Spike Walls durchgesprungen. Echt? Ja. Ja, das stimmt. Und ich hab keine Muni mehr. Als Erretter und Erlöser, weil ich hatte selber keine Moon mehr. Der Mumu mehr? Nee, ich hatte keine Moon mehr. Die Mobs hatte ich nicht mehr, die Mumu nicht mehr. Du hattest keine Mumu mehr? Mumu, hihihi. Der Mond ist ja doch noch nicht ganz weg. Ja, eigentlich bin ich eine Frau, ne? Hört man doch an meiner Stimme. Ja, aber voll. Bin ich auch so verdammt scharf auf dich. Bald der aus dem Frauenknast. Oh Gott, ey. Was schießt du da eigentlich? Hä? Wer? Krippi. Was nochmal die Frage? Hast du nicht eben geschossen? Nee, ich hab nachgeladen, meine Shotgun. So. Ja, aber dann müsstest du eigentlich theoretisch gleich, wenn es hell wird, auch so langsam müssten dann auch wieder die Ressourcen da auftauchen. Ja. Hoffe ich mal. Dann eigentlich, und dann gehen wir einfach wieder zurück und dann haben wir vielleicht dann auch, wenn wir zurück sind, wieder so viel. Ich brauche ja auch quasi nur noch Ressourcen für, ich glaube, 5-6 Fenster. Also die meisten konnte ich oder hätte ich schon herstellen können. Oh, Leuchtspurmunition. Wie geil sieht das denn aus? War Leuchtspurmunition? Ja, also ich habe eben die Steppgard eben auf den Reh geschossen und ich habe die Kugeln echt fliegen sehen. Richtig schön hell. Okay. Ja. Ich kenne das nur von den Pfeilen, dass man die hier sieht, wenn man die erkennt. Sehe aber deine Kugeln auch, wenn du schießt. Das sieht, also man selbst sieht es nicht, aber nee, jetzt, man selbst sieht es nicht, aber. Ach guck mal, ich das sieht total klasse aus. Wolf erlegt, wo bist du hin? Ach, da oben. Ich hol mal ein bisschen den Sack vom Wolf. Oh, Metal Fragments, das ist sehr gut. Oh ja, praktisch. Praktisch, genau das, was wir brauchen. Praktisch. Guck mal da unten, sind ganz viele Steine. Oh, das ist ein Tran. Oh, guck dich da an, du. Fuck! Herrlich! So, mal abbauen. Hast du da deine Axt für? Wie viel kriegst du da raus? 3. Oh, echt? Oh, dann würde ich aber echt die Spitzhacke, da kriegst du deutlich mehr raus. Du kriegst aber die Haut aber häufiger. Ja, aber unterm Strich, also ich habe das neulich mal, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich meine mit der Spitzhacke zum Beispiel beim Holz. 3 und 9. Also beim Holzhaufen kriege ich irgendwie, ich meine immer um und bei 80 Holz raus, zum Beispiel ja, mit der Spitzhacke. Ahnung. Mit der Axt kriege ich, glaube ich, nur 60 raus oder so. Irgendwas in der Richtung. Also es macht schon echt was aus, unterm Strich nachher bei den Mengen. Ja, und die Axt hält nicht so viel aus, ne? Also die Spitzhacke hält viel länger. Die Axt. Ja, vor allem Spitzhacken findet man ohne Ende, also in Tieren und auch in Kisten oder so, in den Gebäuden. Tieren.
Nee, aber also Spitzhacken, wenn ich mal eine große Farmrunde drehe, ich muss mir eigentlich nie irgendwie noch viele Spitzhacken mitnehmen, weil ich finde immer welche. Also auch ja, Spitzhacken nach Hause. Die Spitzhacken gibt es ja wie Sand am Meer, die hat man früher immer weggeschmissen, aber jetzt braucht man die echt. Also jetzt sammelt. Ja, und wie gesagt, auch wenn es ein Tick langsamer geht, aber man kriegt doch deutlich mehr Material raus aus den Sachen. Das finde ich ziemlich gut. Mhm. Wo bist du denn jetzt hin? Ich sehe dich nicht mehr. Oh, warte, ich bin hier einfach da quasi. Ach, da sehe ich vorbei. Schon. Ja, ich sehe schon. Ja. Okay. Ja. Und zurück. Weil wir können das mal so ganz langsam wieder gen Heimat bewegen. Ja. Da kommt noch Felsen. Ich nehme den goldenen. Oh, den goldenen. Den goldenen. Den güldenen Felsen. Gold. Ich habe hier einen grauen. Ich nehme den Goldständer. Oh, gerade neulich wieder gesehen. Ich finde die Filme so extrem geil. Liefen zum Glück Teil 1 und 2 gerade neulich auf Sky. Warte! Ich schneide sie dir ab, koste und mache Leberwurst. Vor allem Leberwurst. Ist auch so super. Ja, ich muss die auch mal wieder gucken, die Filme. Das ist schon, glaube ich, das letzte Mal, als ich sie geguckt habe, ist schon 6 Jahre oder 7 Jahre her. Boah, ich gucke sie mindestens einmal im Jahr. Alle drei. Die sind so großartig. Ich habe mir letztens erst Spaceballs angeguckt. Ach, schön. Durch kennt die Wüste. Der lief ja jetzt auch, ja, der lief ja auch ein paar Mal jetzt wieder im Fernsehen, aber da habe ich den mir immer nicht angeguckt, weil ich ihn auf dem Blu-ray habe. Ich finde, das ist schon. Der Film ist cool gemacht. Also so im normalen Fernsehen kann man auch keine Filme mehr gucken. Also das, weil ich finde, das ist so furchtbar geschnitten. Mhm. Also nicht mal nur irgendwelche brutalen Szenen oder so, sondern ich glaube auch wirklich manchmal, die schneiden den Scheiß so übel zurecht, damit sie auch richtig schön auch entsprechend ihre Werbeblöcke noch setzen können, um möglichst viel Kohle zu kriegen. Aber verschandeln die Filme so dermaßen. Sag mal, wer hat denn hier gefarmt? Keine Ahnung. Okay. Guck mal da hinten. Darum habe ich zum Beispiel. Guck mal da hinten. Ich habe ja auch Pay-TV genommen. Oh. Ja, ich habe ja auch extra Sky angeschaut, weil das ging mir so auf den Nerv irgendwann. Und da ich eh gerne viele Filme und Serien gucke. Aber seitdem wir Sky haben, gucken wir aber auch keine öffentlich-rechtlichen mehr. Kaum noch. Gar nicht. Mal irgendwie mal Tagesschau oder irgendwas oder irgendwas, aber ganz, ganz, ganz wenig. Die Tagesschau hat mich damals nicht bezahlt für meine Arbeit, die ich gemacht habe. Oh. Ich habe Bilder, ZDF war das gewesen. ZDF habe ich mal Bilder gesponsert. Also gesponsert nicht, also gegeben. Und wurde nicht mal dafür bezahlt. Boah, sauer. Das ist mies. Beine. Das ist echt mies, ja. Oh. Die Öffentlich-Rechten sind sowieso mittlerweile sowas von geworden. Also gerade die tollen Systeme, die funktionieren, sowas wie Pixelmacher oder Co., dass ja. Die halt abgesetzt werden oder sowas wie der Tatortreiniger. Das war sowas. Das ist so geil. Es war einfach nur genial. Das ist, wenn du überlegst, für eine deutsche Serie, das war einfach nur Spitzenklasse halt, ne? Großartig. Aber läuft die nicht? Da ist doch also er läuft, ja. Auf NDR oder irgendwas. Ja, genau. Aber das sind die alten Folgen halt nur. Nee, es liefen neulich zwei komplett neue. Genau, Folgen. Kommt auch eine neue Staffel. Echt? Wohl, ja. Ja. Hat er wieder Geld gefunden? Ja, das ist wohl, der hat ja auch einen Preis bekommen. Irgendein Fernsehpreis, beste deutschsprachige Serie oder so. Das kommt ich habe gehört, dass das sogar die Amis wohl haben wollen, jetzt bei sich im TV. Genau, das habe ich auch gelesen. Also, wenn man überlegt, solche Sachen werden abgesetzt. Und aber Millionen ausgegeben für so einen Scheiß wie Wetten, dass. Ja, Wetten, das ist ja so überflüssig wie ein Pickel auf dem Kopf. Ja, und die Sachen werden oftmals ja vielleicht nicht unbedingt abgesetzt, aber die laufen auf irgendwelchen Spartenkanälen oftmals und dann eben auch oftmals zu so absolut beschissenen Uhrzeiten. Mhm. Ja, ja. Das finde ich total schlimm. Das finde ich vor allem, weil das auch einfach die Sendung auch einfach abwertet. Ne? Dann läuft es auf einen Spartenkanal, den viele vielleicht gar nicht empfangen können oder von dem viele nicht wissen oder so. Und dann wirklich irgendwann abends um 23.50 Uhr fängt es an oder so. Das finde ich total daneben. Richtig. Also finde ich schade. Ganz schlimm. Ja, aber wenn man überlegt, das sind ja unsere Gelder. Wir haben ja diese Zwangsabgabe, sobald du brauchst ja noch nicht mal einen Fernseher, sobald du Strom im Haus hast, musst du ja auch sofort hier die Abgaben zahlen. Das wo ist bist ja du genau hingerannt? So. Achso, wieder gen Heimat. Achso, okay. Und das ist ja an sich ist das ja entsteht das ja aus unserem Geld. Und dann werden so welche Sachen wie zum Beispiel Wetten, dass mit Millionenbeträgen immer wieder neu aufgebaut, weil Wetten, dass ist ja so ein Wanderzirkus. Ja.
Ja, klar. Die sind ja jede Sendung wird in einer anderen Stadt aufgebaut und so weiter. Da wird das komplette Bühnenbild mitgenommen und da hinten aufgebaut für Millionenbeträge. Und dann werden noch die 11. oder 12. Kochsendung irgendwo reingeklatscht. Aber sowas wie der Tatortreiniger läuft dann auf ZDF Neo, was du nur über einem digitalen Receiver empfangen kannst. Also SAT oder halt Kabelreceiver, und keiner kennt es halt in der Hinsicht wirklich. Wobei, ich habe ja nichts gegen Wetten, dass, aber es muss nicht 5-mal im Jahr oder 6-mal im Jahr laufen, 1-mal im Jahr reicht. Und einfach die Gelder, die wir investieren in die Öffentlich-Rechtlichen, sinnvoll nutzen, auch mal einen vernünftigen Spielfilm zeigen, hier nicht irgendwelchen rein deutsch, also es gibt ja gute deutschsprachige Serien, aber es gibt halt auch extrem viel Mist, und dieser ganze Mist läuft dann halt eben auf ARD und ZDF, und dann wirklich gute deutschsprachigen Serien, die werden sonst wohin verschachert. Also das ist schon sehr, sehr traurig. Aber auch wenn man sich sowas anguckt, Joko und Klaas zum Beispiel, die liefen ja auch vorher auf ZDF Neo, die hatten ja ihre eigene Sendung da. Da wurden die abgesetzt, rausgeschmissen von ZDF, sind zu ProSieben gegangen, die wurden da vernünftig gepusht und es funktioniert. Und jetzt versuchen sie, die wieder zurückzuholen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die beiden so überhaupt gar nicht gucke oder ab kann. Also ich habe da mal dieses Zirkus Halligalli ein paar Mal geguckt, muss aber sagen, das ist mir zu doof. Also ich weiß nicht. Also, die Bands, die da auftreten, finde ich geil. Also ich finde cool, dass die sagen, ja, wir machen diese Schrankbands, sind Metalbands oder Rockbands. Das finde ich richtig cool, weil ich liebe diese solche Bands, Apokalyptische Reiter oder Karriere, und die da waren, das war wirklich cool, aber das ist auch alles, was mir da gefällt. Ich finde, die sind auch längst nicht mehr so gut wie damals auf ZDF Neo. Ich finde, das ist heute sehr flach und nicht mal halb so witzig, wie es mal war. Ja, es wird total abgegrabbelt, muss man sagen. Also das ist schon total leer gelutscht und naja. Ja, und ich denke auch einfach, dass das ProSieben, weil ich meine, es ist ja nun auch eigentlich schon verständlich, aber jeder will natürlich viel Geld verdienen, aber ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass wir da so extreme Ansprüche stellen und so quasi fast schon eingekesselt sind, eingekettet sind irgendwie an die Vorschriften, an die Vorgaben, dass die vielleicht auch wirklich verhältnismäßig wenig eigene Sachen wirklich machen können, sondern ProSieben sagt, guck mal, das war immer schon witzig, also macht ihr das genauso jetzt auch wieder. Und die müssen ihr Ding machen und dürfen sich nicht vorschreiben lassen, was sie machen sollen. Da hast du auch wiederum recht, aber trotzdem, man sieht halt, dass Talente von den Öffentlich-Rechten auch wieder, ja, wie soll man sagen, weggeschmissen werden. Von den Öffentlich-Rechten. Ah, ja. Aber ja, na klar, natürlich, ich meine, das erlebt man ja immer wieder, genauso wie die sich halt irgendwen, wenn sie merken, okay, der Lanz gefällt uns, der ist gut auf RTL, den kaufen wir. Ne, also da wird dann jeder mit wieder gekauft und hin und her geschoben und aber die müssen auch irgendwie mal begreifen, dass vielleicht auch ein Format, das auf einem Sender gut läuft und gut ankommt, auf dem anderen nicht unbedingt genauso gut läuft. Ja. Das stimmt auch wiederum. Ich habe dir mal den Rest Eisen, was ich auch noch habe, hier auch noch mit reingepackt. Oh, das ist sehr schön, vielen Dank. Ja. Ihr kennt doch dann wahrscheinlich auch Game One, ne? Seid ja selber alle Zocker. Ja, ein bisschen. Mal gesehen, glaube ich, ja. Auf jeden Fall gibt ja die Produktionsfirma, ist ja Rocket Bean TV, nennt sich die. Ja. Das ist halt sind die Jungs, die es halt Game One produzieren halt für MTV und Viva. Die haben einen eigenen YouTube-Kanal, nennt sich halt auch einfach Rocket Bean TV. Und da gibt es so eine Rubrik, die nennt sich Almost Daily. Das ist dann so eine Art Talkshow zwischen den ganzen Leuten da aus diesem aus der Produktionsfirma. Wir hatten jetzt letztens zum Beispiel eins hochgeladen, wo sie sich genau über diese Themen unterhalten. Das fand ich dann halt sehr, sehr interessant, weil es halt selber Leute sind, die wirklich aus dem Fernsehbereich kommen, also aus dem Produktionsbereich. Und das mal ein bisschen erklären, wie scheiße eigentlich mit den Geldern umgegangen wird. Ja. Ja, man muss nicht unbedingt 4 Millionen für den komischen Günther Jauch ausgeben. Ja. Ich finde, Günther Jauch ist zwar ein guter Game-Show-Moderator, aber ich finde ihn nicht als Moderator für eine sachliche Sendung geeignet. Da gibt es viel
bessere Personen, die das übernehmen können, die viel mehr Erfahrung haben und mitbringen, als der auch zum Beispiel. Aber vor allem, wenn man schon in den Öffentlich-Rechtlichen schon 5 oder 6 verschiedene politische Talkshows hat oder Polit-Talkshows hat, die auch teilweise auch schon vorher extrem schlechte Einschaltquoten hatten, zum Beispiel Beckmann hat ganz schlechte Einschaltquoten, das ist da die schlechtesten von allen, dann muss man sich nicht noch für extrem viel Geld, das wir bezahlen, einen Günther Jauch anschaffen, der richtig viel Kohle kostet, der die nächste Polit-Talkshow macht, die kaum einer guckt und die einfach schlecht ist. Das ist totaler Wahnsinn, was da für Geld verbrannt wird. Aber die können sich das erlauben. Die müssen sich das Geld ja nicht, ich sag mal, nicht wirklich erarbeiten, sondern die kriegen das Geld von uns in den Hintern geschoben und können damit machen, was sie wollen. Und das finde ich total schlimm. Und strahlen zwischen den einzelnen Filmen und Serien, was auch immer, noch Werbung aus. Und das finde ich die Oberfrechheit. Ja. Auf dem öffentlichen, rechtlichen hat keine Werbung in keinster Form zu suchen. Ja. Weil das ist allerdings halt, ja, das hat einfach nichts zu suchen. Das ist halt, weiß ich nicht. Nee, muss nicht sein. Was ich auch sehr merkwürdig finde, also ist jetzt halt so eine typisch deutsche Sache, Steuerverschwendung, sich darüber aufzuregen, dass irgendwo in Berlin irgendwelche 2,50 Meter hohen, 5 Quadratmeter großen Aussichtsplattformen aufgebaut werden, irgendwo mitten auf dem Feld, und alle regen sich auf, weil das 30.000 Euro an Steuergeldern gekostet hat, aber was halt mit unseren Geldern im TV passiert, also im Fernsehen gemacht wird und wie die verschwendet werden, da denkt keiner drüber nach. Wobei, es wird ja schon viel protestiert gegen GEZ. Also ja, da gibt's ja, aber GEZ ist was ganz anderes. Allgemein gegen die Verwertungsgesellschaften. Ob es nun GEZ oder GEMA oder wie die alle heißen, das sind alles Firmen, die sich als Vereine ausgeben, die profitorientiert aber handeln. Richtig. Ein Verein, also gut, GEZ ist wohl kein Verein, aber die GEMA ist ein Verein. Ein Verein darf nicht auf Profit aus sein. Sind sie aber, denn die Künstler, die sie halt in ihrem Repertoire haben, kriegen nur einen Bruchteil von dem ausgezahlt, was die GEMA einnimmt. Und das ist eine absolute Frechheit. Ich habe jetzt erst einen Musiker, den ich auch ganz gut kenne, der hat die GEMA verteidigt, und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Man darf es eben, klar, die GEMA sowas wie GEMA braucht man für Musiker, die müssen halt an ihr Geld kommen, ist klar. Aber das muss ein System sein, was jeder durchschaut. Die GEMA kannst du nicht durchschauen. Und es muss auch differenziert werden, wozu die Musik genutzt wird. Es kann nicht sein, dass wenn ich in der Kita einen Song Alle meine Entchen zum Beispiel singe, wenn es jetzt GEMA geschützt wäre, dass die da einfach eine Strafe zahlen müssen oder dass sie es jetzt gar nicht spielen dürfen, weil im GEMA-Lizenziert sind. Ja. Und die wurden ja jetzt zuhauf abgemahnt, die Kitas, dass die Werke aus deren Repertoire verwenden. Ja, eben, das ist es. Die dürfen ja auch teilweise nicht mal irgendwelche von irgendwelchen altbekannten klassischen Kinderliedern, die dürfen ja teilweise nicht mal die Texte irgendwie kopieren oder so, für die Eltern, damit, keine Ahnung, damit sie die Lieder zu Hause mit den Kindern lernen können oder irgendwas, wegen der ganzen Copyright-Geschichten und so. Das ist doch der totale Wahnsinn. Dass auch sowas auch verboten ist und dass man da Angst haben muss, dass man bestraft wird, dann ist halt beknackt. Es ist auch, also das ist echt. So, ich tu mal was für unsere liebe Tierschutzorganisation Peter. Das war mal ein Hase. Aber es ist halt eben auch, meine Schwester war also Herstellen von irgendwelchen Wänden, Türen, Decken und so dauert ja richtig mega lange. Wenn man mal 20 Stück herstellt, ist das jetzt. Oh ja. Also meine Schwester war vor einigen Jahren, oder die war mal ein paar Jahre lang Betriebsleiterin in einem Kino. Und plötzlich stand da irgendwie so ein GEZ-Mann bei ihr im Büro und wollte von ihr richtig viel Kohle haben. Weil die hatten, was ja in den Kinos eigentlich auch fast überall oder auch sehr oft so ist, halt quasi über den Kassen halt Fernseher hängen, Flachbildfernseher an den Wänden hängen, wo dann halt eben zu sehen war, in welchem Kinosaal welcher Film läuft, wie viele Plätze noch frei sind, Preis, bla bla, das ganze Ding. Das war ein Fernseher. Und der kam an und wollte Kohle haben.
wollte GEZ-Gebühren für jeden einzelnes Fernsehgerät haben, was da an der Wand hängen, mit den Infos für die Kinobesucher. Tuner ausbauen. Total, haben die gemacht. Die haben extra auch sowieso deswegen vorher schon entsprechend alles ausbauen lassen. Dann darf der aber nicht abkassieren. Also der hat richtig Terror gemacht. Der hat sich das davon ist dann nicht, aber eigentlich nicht, weil die Schulen müssen ja auch diese Tuner ausbauen und die zahlen dann da keine Lizenz für. Ja. Also es müsste völlig egal. Unglaublich. Nicht unbedingt. Also ein Kollege von mir, der arbeitet für so ein Unternehmen, die irgendwelche Computerlösungen brauchen, halt so zum Beispiel für Banken, diese Infofernseher, die in den Kassenbereichen stehen oder solche Sachen oder halt komplette Netzwerke bauen die auf. Auf jeden Fall in so einem, bei so einem Unternehmen arbeitet der und der hat so Fernseher aufgebaut für die Volksbank, wo einfach nur Werbung von denen draufläuft. Das ist von Samsung, ein Fernseher. Da ist kein Tuner drin, es ist mehr oder weniger nur ein Bildschirm mit einem kleinen Rechner eingebaut. Und für die muss auch GEZ und GEMA gezahlt werden. Weil die wären wäre es möglich mit bestimmte Medien abzuspielen und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass es auch genutzt wird dafür und dann muss auch gezahlt werden. Das war echt schlimm. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ich denke mal, wir machen jetzt unser Let's Play mal beendet für heute. Und dann würde ich jetzt nämlich einfach mal stoppen, weil meine Festplatte läuft voll. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, genau. Dass das hier noch läuft. Genau, also wir haben gut erzählt. Ist doch schön, wir machen auf jeden Fall weiter mit den Let's Plays. Ich muss das jetzt auch nicht mal mit dem Let's Play zu tun gehabt, was ihr jetzt erzählt habt? Naja. Das war bei Let's Wissen, keine Ahnung. Eine neue Sparte. Neue Sparte, ja. Let's Quatsch. Let's talk about sex, baby. Und das Niveau sinkt. Also, ja, alles Gute an die Zuschauer, kann man das sagen? Nee. Bis zum nächsten Mal. Genau. Euer rustpeace.de Team. Kommt vorbei, rustpeace.de. Spielt mit uns mit. spielt an uns mit. Spielt mit mir. Spielt mit Ohren. Nein, einfach Bewerbungsformular, Kontaktformular ausfüllen oder ins Forum schreiben. Dann könnt ihr hier bei uns auf den freundlichen PvE-Server für Rust mitzocken und den Grippi anmachen. Hallo Grippi. Und ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.